Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil ist sie noch da? Ja, sie steht noch neben mir. Hier die gute Dame uns ein Portal geöffnet hat zum dritten und letzten Teil, wo wir hin müssen. Und zwar ist das Alavelis. Da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Sterbliche, warum tragt ihr das Mal des großen Auges? Scoot! Sterbliche, ihr lauft umher, besessen von euren belanglosen Angelegenheiten, und dann sterbt ihr. Doch ihr tragt das Mal von Hermeus Mora. Seid ihr gekommen, um mich bei meiner Aufgabe zu ersetzen? Das würde ja wieder einmal passen. Wartet. Wurdet ihr entsandt, um mir gegen diese Kultisten zu helfen, bevor ihr sterbt? Vielleicht. Erzählt mir von diesen Kultisten. Da gibt es nicht viel zu sagen. Ich bin selbst gerade erst eingetroffen. Dieser Sterbliche diente dem großen Auge, doch er starb, bevor er mir etwas über die anderen bäderischen Kultisten erzählen konnte, die sich hier herumtreiben. Sie erzeugen einen unerträglichen Widerspruch in der Wirklichkeit. Das lässt meine Tentakel schmerzen. Ein Widerspruch in der Wirklichkeit? Etwas hier untergräbt ein Schicksal, das von Hermeus Mora verzeichnet wurde. Wahrscheinlich versuchen törichte Sterbliche, etwas zu ändern, was bereits geschrieben wurde. Um dies zu berichtigen, könnte ich Hilfe brauchen. Es ist weithin bekannt, dass Sterbliche Gold mögen. Helft mir und ich gebe euch welches. In Ordnung. Ich helfe euch. Wo fangen wir an? Ich würde mich lieber zurücklehnen und warten, bis die Entropie uns alle holt. Doch wir müssen wohl etwas tun. Untersuchen wir die Siedlung. Sehen wir nach, ob jemand überlebt hat und versuchen wir herauszufinden, was die Kultisten hier wollen. Oh, und trotz meiner Größe bin ich recht gut im Kampf. Ihr werdet schon sehen. Warum seid ihr hier? Wie ich schon erwähnte, locken mich Abweichungen in den Schicksalsfäden an. Mein Zweck besteht darin, solche Abschweifungen zu berichtigen und die Widersprüche zu untersuchen, um sie aufzulösen. Ich kann hier nicht weg, bis ich erfolgreich war. Fragt mich nicht warum. Es gibt kein Warum. Es ist einfach so. Also wie so eine Art Fluch, ja. Was genau seid ihr? Ich bin Scroot, eine mächtige Dienerin des großen Auges. Wir Kreaturen meiner dädrischen Ordnung nennen uns. Das spielt keine Rolle. Alle anderen nennen uns Wachlinge. Eine beleidigende Verkleinerungsform, doch ich habe nichts anderes erwartet. Wer hat jetzt gerade auch Flashbacks von Guardians of the Galaxy? Mächtig? Wie mächtig? Verhöhnt ihr mich? Ich bemerke einen Hauch von Hohn. Ich sollte euer Gehirn in fauligen Käse verwandeln für eure Unbesonnenheit. Doch zu welchem Zweck? Ist nicht eigentlich alles zwecklos? Wisset einfach, dass ich einen mächtigen Schlag herabrufen kann, wenn das Schicksal es erfordert. Einen sehr mächtigen. Leicht depressiv, ne? Ich dachte, Dedra müssen nach Nirn beschworen werden. Ja, doch es ist meist äußerst einfach, einen sterblichen Anhänger Hermeus Moras dazu zu bringen, mich zu beschwören, wenn die Schicksalswellen mich locken. Es ist nicht meine Schuld, dass der zerbrechliche Sterbliche ums Leben kam. Nun, vielleicht doch. Wer kann das schon sagen? Die Wege des Schicksals sind unergründlich. Was könnt ihr mir über diesen Ort erzählen? Allerweles? Oder diese eintönige Ebene der Sterblichen? Nein, sagt nichts. Meine Antwort wäre in beiden Fällen dieselbe. Staubkörner, die von Insekten mit Wahnvorstellungen bevölkert werden, denen ihr eigenes Leben wichtig zu sein scheint. Ich schaffe es nicht, dem eine Bedeutung abzugewinnen. Warum interessiert es Hermeus Mora dann, was hier geschieht? Ich habe keine Ahnung. Wenn mein Meister seine Macht auf dieser Ebene entfaltet, hat dies bleibende Konsequenzen. Fußabdrücke im formbaren Ton des Schicksals, der im Lauf der Zeit zu Stein aushärtet. Ich spüre, dass die Ereignisse hier dem zuwiderlaufen, was mein Herr vor langer Zeit tat. Dann gibt es also doch etwas Besonderes in Alavelis. Etwas Besonderes an einer Siedlung der Sterblichen? Wohl kaum. Allerweles schafft es nicht, sich von der schieren Mittelmäßigkeit tausender anderer Orte in dieser Welt abzuheben. Zumindest war dem so, bis die Anhänger eines dädrischen Fürsten die Siedlung übernahmen.
was durchaus etwas sein könnte. Was könnt ihr mir über die Kultisten hier erzählen? Ihr meint, abgesehen von dem toten Verehrer von Hermeus Mora? Sie nennen sich die verborgene Sippe. Da ich sie sehen konnte, scheint diese Bezeichnung ironisch zu sein. Mir sind auch einige Daedra aufgefallen. Remora vom Traumschnitzer-Clan, der sich der Fürstin Vermina verschworen hat. Die verborgene Sippe unterwanderte die Nekropole von Negrum. Ein Perytepriester namens Vollniskrone führte sie an. Arbeiten Periete und Vermina zusammen? Das könnte der Ursprung der Störung im Schicksal sein. Der Sterbliche, der mich rief, sprach von Albträumen, bevor er starb. Ich wollte gerade meine Untersuchung beginnen, als ihr eintraft. Schade, dass ihr nicht mehr Tentakel habt. Es würde vielleicht ein bisschen doof aussehen bei mir. Ah, gut. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, da hinten. Oh, Ahnenseide. Ahnenseide! Ahnenseide! Hier ist ja alles voll. So geht das aber nicht. Ich muss doch erstmal gucken, wo ich hin muss. Mal eben gucken hier. Also das Dorf ist auf jeden Fall gemeint. Keine Träume mehr. Keine Albträume mehr. Was für einen schrecklichen Lärm, der Sterbliche macht. Nein, bleib zurück! Wo kommt das her? Ich muss aufwachen. Ich muss... Bin ich jetzt aus Versehen in die Hocke gegangen? Das wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Mach mal die Kiste eben in die Hocke auf. So. Klauen wir uns auch nochmal eben die Äpfel? Nein. Es begann Ach, nein. Eine ich wollte doch mit dir reden. Lass mich doch vorher mal eben den Sack nehmen. So, jetzt aber. Seid ihr echt? Nicht noch einer dieser schrecklichen Träume? Und ihr seht nicht verstört aus. Hört ihr denn nicht das schreckliche Flüstern? Sagt mir, was hier geschehen ist. Es begann, als eine Fremde in die Siedlung kam. Eine Telvanni-Meisterin. Sie bot an, die alte Glasitmine zu kaufen. Mir kam das Angebot zu gut vor, um wahr zu sein. Die Mine ist schon seit Jahren geschlossen. Doch sie bot eine Truhe voller Gold und die Dorfältesten nahmen sie an. Meisterin Shelreni Baro? Kennt ihr sie? Meisterin Shelreni blieb nicht lange, doch sie entsandte einen Aufseher, der umgehend damit begann, Arbeiter anzuheuern. Meisterin Shelreni sagte, sie wolle die Mine schnellstmöglich wieder öffnen. Was geschah dann? Alle im Dorf bekamen Arbeit in der Mine. Dann kamen die anderen. Steinmetze und noch mehr Arbeiter, dachten wir. Dann begannen die Träume. Albträume. Plackereien der Finsternis. Schuften, um Malachit und Stein für einen Torbogen und eine Statue zu schlagen. Welcher Torbogen und welche Statue? Im Traum errichteten sie einen Torbogen in der Mine, während wir Glas und Stein abbauten. Mit allem, was nicht für den Torbogen verwendet wurde, wurde eine Statue wiederhergestellt. Zumindest sagte dies der Aufseher. Wir wachten jeden Morgen ausgelaugt und mit blutigen Händen auf. Wo sind denn nun alle? Ich weiß es nicht. Doch hört her, der Aufseher und seine Arbeiter, sie sind Daedra-Anbeter. Sie haben die Dorfbewohner eingesammelt und weggebracht. Ich versteckte mich. Seht im Gasthaus zum grünen Glasit nach. Die Kultisten haben es übernommen. Und jetzt muss ich hier bitte raus. Albträume. Oh, das klingt durchaus nach Fürstin Vermina. Wir sollten dieses Gasthaus zum grünen Glasit untersuchen. Machen wir. Sobald ich weiß, wo das ist. Höher. Achso, da oben, glaube ich. Ja. Was war das gerade? Wie enttäuschend. Ein weiterer Name, der mehr verspricht, als er hält. Ach nun, wir können uns ebenso gut umsehen. Genau, und ein bisschen Käse klauen. Käse ist lecker. Und die Münzen natürlich. Über die Arbeit in Alavelis. Meisterin Shelreni, unser Werk hier in Alavelis ist beinahe getan. Die verborgene Sippe hat unsere Befehle genau befolgt. Das Tor wird gemäß Anweisung bereitstehen und der Stein, um den ihr zum Wiederaufbau der heiligen Statue gebeten habt, ist nun unterwegs. Zu dem von euch beschriebenen Ort. Bald schon wird der Schrein des Fürsten wieder in seiner alten Pracht erstrahlen. Der Dremora Torvesand ist nun hier.
Er möchte, dass wir uns darauf vorbereiten, den Vorstoß nach Apokrypha zu begleiten. Er sagt, dass er schon bald wissen wird, wohin genau wir gehen müssen, um die Tür zu finden, die er in seinem Traum sah. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einem unabhängigen Dedra vertraue, aber unsere Fürstin befahl uns, ihm zu gehorchen. Für den Ruhm des Traumwebers und des Fürsten der Pestilenz, Sippenrektor Nylet. Meisterin Shalreni, kennt ihr diese Sterbliche? Ich hätte wissen müssen, dass Shalreni in die Ereignisse hier verstrickt ist. Was zur Hölle ist das hier? Es ist doch kein Kürbis. Okay, also. Wenn ich schnell genug hochlaufe, siehst du mich nicht, oder? Der sieht mich wirklich nicht. Moment, irgendwo. Da müssen wir rein. Die Sachen nehmen wir mal direkt mit. Kühnvogt Rühl. Ich habe eine Glasitmine im Dorf Alavelis gekauft. Unsere Verbündeten der verborgenen Sippe werden dort mittels der mystischen Eigenschaft von Malachiterz, der von den Fürsten Perite und Vaemina zur Verfügung gestellten Legierung und der von mir eigens gefertigten Zauber eines Torbogens errichten. So haben wir das Portal, das wir brauchen, um Apokrypha zu betreten, ohne die Aufmerksamkeit von Hermeus Mora auf uns zu ziehen. Müsste der das dann nicht auch mitkriegen? Bringt eure Traumschnitzer nach Alavelis und wartet auf Torvesats Signal. Schreitet nicht zu früh zur Tat. Wir müssen das Relikt und den Ritus sichern, bevor wir nach der Tür zu Torvesats Traum suchen. Ansonsten wird der Fürst des Schicksals eine Gefahr spüren. Kümmert euch nach eigenem Ermessen um etwaige Probleme in Alavelis. Meisterin Shalreni Baro. Die Traumschnitzer planen, Apokrypha anzugreifen? Das muss die Störung des Schicksals sein, die mich hierher geführt hat. Das hat's aber mega gut kombiniert, du. Wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Sprecht mit Scoot, Moment. Da ist er. Ich ging davon aus, dass sich das als sinnlose Wahnvorstellung der Sterblichen herausstellen würde. Ein kleiner Widerspruch, der sich leicht lösen lässt. Doch ein Tor ins Reich des Vergessens und dädrische Schreine und Pläne in Apokrypha einzudringen. Oh je, das könnte länger dauern, als ich dachte. Was haltet ihr von den beiden Briefen, die wir hier gefunden haben? Der Kult nutzte die Mine eindeutig, um eine Art Portal nach Apokrypha zu errichten, zum alleinigen Zweck in die Ebene meines Meisters einzudringen. Sie haben auch Stein geschickt, um einen dädrischen Schrein in Stand zu setzen, der sehr wahrscheinlich Perite oder Vermina geweiht ist. Doch wer ist Meisterin Shalreni? Ich habe Meisterin Shalreni in Telrendis getroffen. Sie hat eines von Hermeus Moras Schwarzbüchern. Schwarzbücher öffnen Türen nach Apokrypha. Warum brauchen sie dann ein Tor? Doch Telvanni-Meister sind mächtig. Das macht sie gefährlich und wichtig für die verborgene Sippe. Aber warum sich all diese Mühe machen? Es ist unmöglich, dem Blick meines Meisters zu entgehen. Im Brief wurde ein Relikt und ein Ritus erwähnt, die benötigt werden, um eine Tür zu finden. Fäulniskrone schnappte sich das Relikt in Nekrum. Fäulniskrone klingt unangenehm, aber Türen in Apokrypha führen zu Geheimnissen. Etwas, was dieser Torvesat in einem Traum gesehen hat, zeigt Vermina deshalb Interesse. Wir sollten wohl als nächstes die Mine untersuchen. Ich hoffe, dass ich nicht zerhackt werde. Wiederherstellungen sind so beschwerlich. Willst du lieber erschossen werden oder so? Lasst uns zur Glasitmine gehen. Die meiste Zeit sind die Forschungen, die ich betreibe, nutzlos. Doch meine Untersuchung dieses Gebiets deutete darauf hin, dass die Mine unter dem Dorf verläuft. Der Eingang liegt im Osten. Warum tragt ihr das Mal meines Meisters, Sterbliche? Ihr scheint nicht zu seinen Anhängern zu gehören. Ich bin einen Handel mit Hermeus Mora eingegangen, um Apokrypha und Nirn zu retten. Er nennt mich Schicksalserwählte. Natürlich tut er das. Sterbliche bekommen immer besondere Titel. Doch wer muss am Ende die ganze Arbeit machen? Meist bin ich das. Nun, wenn wir beide hier sind, können wir auch zusammenarbeiten. Was kann denn schon Schlimmes geschehen? Denkt nicht darüber nach.
Ich weiß es schon. Habt ihr irgendeine Ahnung, wer dieser Torvesaat ist? Ich habe noch nie von ihm gehört. Dem Brief zufolge, den wir fanden, ist er ein ungebundener Dremora, der mit Vermina und Periete zusammenarbeitet. Und mit Meisterin Shelreni auch. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass ein Dremora weder einem Clan noch einem Fürsten die Treue geschworen hat. Diese Erwähnung eines Traums. Was ist mit Torvesaats Traum? Noch ein Widerspruch in einer Flut von Diskrepanzen. Dädra träumen üblicherweise nicht. Zumindest nicht wie Sterbliche. Nicht einmal die Dremora, die sich sonst uns anderen für überlegen halten. Ich muss mehr über diesen Torvesaat herausfinden, wenn ich nach Apokrypha zurückkehre. Okay. Ach so, tiefer. Okay. Geht zur Glasmine. Moment, wo komme ich jetzt hier wieder raus? Hier, ne? Schwupp. Nehmen wir mal die Abkürzung bei den Tresen. So, wir müssen uns einfach den Weg rechts halten und dann rechts ist der Eingang. Warum sind hier so viele Dädra? Waren hier nicht eben Menschen? Ich bin mir nicht sicher. Doch, da unten. Nee, da unten. Ihr wollt sterben? Ich bin ein Gefäß des großen Auges. Geht doch, was war das denn gerade? Da will man ja einfach mal in Ruhe mit jemandem kämpfen und was macht der? Der schickt hier keine ein Ahnung, was das war. Hier. Wir müssen wohl tiefer hinein. Ja, wie wir das immer müssen halt, ne? Hallöchen, guten Tag. Stört euch nicht an mich. Ich bin nur die Inspektion. Lasst mich euch helfen. Ja, dann hilf mir doch. Ach, jetzt ist hier schon die Tür. Das ist doch Mist. Komm mal her. So. Ey, schon wieder. Ich habe den unterbrochen in seinen Wirken. Aber Hauptsache, er kann es durchziehen. Ich weiß nicht, wofür Unterbrecher gut sind, wenn sie eh nichts unterbrechen. Was ist mit dem... Achso, das ist ein Scams von hinten. Na gut. Hallöchen. Ein Torbogen. Er ist nicht aktiv, doch ich spüre noch verfliegende Energien von Apokrypha in der Luft. Er muss sich erst vor kurzem geschlossen haben. Seht euch um. Wir brauchen Informationen, bevor ich versuche, das Tor zu aktivieren. Ja, ich habe schon welche gefunden. Anweisungen zum Tor ins Reich des Vergessens. Befolgt die Anweisungen aufs Wort. Jegliche Freiheit, die ihr euch nehmt, wird unvorhergesehene und vermutliche katastrophale Folgen haben. Vollnis Krones Gebräu wurde in den Stein eingearbeitet. Wie geht das denn? Ebenso wie die Traumessenzen, die Valmina uns gab. Torvesaat versorgte uns mit den Koordinaten und ich habe den Zauber entwickelt, der all dies kombiniert. Das Tor ist bereit, sobald der Schlüsselstein platziert wird. Aktiviert es erst, wenn Torvesaat den Befehl gibt. Mit jedem Öffnen des Tores wird es wahrscheinlicher, dass Hermeus Mora das Eindringen bemerkt. Die Aufrufung, mit der ihr Apokrypha erreicht, lautet wie folgt. Beim siebten Umbra und den trostlosen Sprachen bitte ich um die Öffnung. Schreien des Kefialarchen. Meisterin Shelreni. Das ist schlecht. Wenigstens haben wir die Anrufung, die wir brauchen, um das Tor zu aktivieren. Eine obskure Anrufung. Wo hat Shelreni sie nur ausgegraben? Übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, dass ich euch anschreie, es tut mir wirklich sehr leid, aber dadurch, dass meine Stimme gerade so ziemlich im Eimer ist, ja, habe ich immer das Gefühl, dass ich am Schreien bin, wenn ich rede. Widersprüche kleben an den Werkzeugen wie leeren Zecken an den Tentakeln eines Beobachters. Ignoriert sie, wir müssen uns um das Tor kümmern. Wir haben wohl keine Wahl.
Wir müssen das Tor aktivieren und den Feinden von Hermeos Mora nach Apokrypha folgen. Solche Heldentaten sind meist nicht Teil meiner Pflichten. Doch so ist es eben. Ich werde das Portal öffnen und dann betreten wir es. Alles gut, Scrooge. Ich bin eine Heldin, die das schon 1 Million Mal gefühlt gemacht hat. Ich bin bei dir. Ihr wollt, dass ich euch nach Apokrypha begleite? Habe ich die falschen Worte gewählt, Sterbliche? Meine Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Um herauszufinden, was die verborgene Sippel in der Ebene meines Meisters sucht, muss ich ihr folgen. Und da ihr eingewilligt habt, mir zu helfen, müsst ihr mir folgen. Mir gefällt das noch weniger als euch, das könnt ihr mir glauben. Was wird mich in Apokrypha erwarten? Apokrypha kann für Sterbliche überwältigend sein. Ihr mögt Macht oder Verzweiflung, Wissen oder Wahn finden. Doch ihr tragt das Mal von Hermeos Mora. Ich glaube, euch ist es bestimmt, dorthin zu gehen. Und verdammt noch eins, ich glaube, mir ist es bestimmt, euch zu begleiten. Wohlan denn, aktiviert das Tor. Seid bereit, Sterbliche. Wie lautete die Anrufung? Ach ja, beim 7. Umbra und den trostlosen Sprachen bitte ich um die Öffnung, Schrein des Kefalia. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob wir da reingehen sollten, aber wir werden es dennoch tun. Allerdings werden wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.